Okay, Samuel. Jetzt stehst du im Saisonfinale. Ich weiß, dass du es schaffen kannst. Das ist Carter. Er fährt sehr aggressiv. Achte auf ihn. Neues Rennen, neues Glück. Mach gleich in den ersten Kurven ein paar Plätze gut. Den nächsten holst du auch gleich ein. Gute Leistung. Du bist in den... Lass ihn diesen Platz nicht behalten. Zweiter, jetzt greift die Spitze an. Die erste Runde ist vorbei und du ziehst davon. Du hast 5 Sekunden Vorsprung auf deinen Verfolger. Konzentriere dich und behaupte die Führung. Das war die schnellste Runde dieses Rennens.
führst mit 10 Sekunden Vorsprung. Sieh zu, dass es so bleibt. Sehr gut. Du führst das Event an. Das nenne ich eine Leistung. Okay, das war die erste Runde. Mehr davon bitte. Okay, Junge, du liegst weit in Führung. Konzentrier dich aufs Fahren, dann gewinnst du dieses Rennen. Das war die schnellste Runde bisher. Thank you.
Starkes Rennen, Samuel. Sehr gut. Du hast Platz 1. Fahrzeughersteller reißen sich darum, dass du in ihren Autos fährst und diese den Fans präsentierst. Wenn du schnell genug fährst, kannst du das Auto hinterher mit in deine Garage nehmen. Hey Junge, bist du schon nervös? Wir sind erstmals in einem WSR-Finale. Jetzt kannst du Geschichte schreiben. Okay, das Saisonfinale steht an. Enttäusch deine Fans nicht. Beim Driften holst du das Maximum aus diesem Auto. Lenk ein, gib Gas und halt den Drift, solange es geht. Zwei Runden noch. Du hast eine neue Bestzeit aufgestellt. Der Zweitplatzierte liegt nur 5 Sekunden zurück. Mach keine Fehler. Den Platz an der Sonne in der Gesamtwertung. Lass dich nicht verdrängen. Auf den Geraden kannst du eine Menge Tempo machen, aber verpasst die Bremspunkte nicht. Komm!
Carter steht auf Pole. Er wird alles auf einen guten Start setzen. Lass ihn nicht davonziehen. Arbeite dich schön weiter durchs Feld. Du bist Vierter. Putzen und weiterfahren. In dieser Kurve wolltest du zu viel. Du bremst zu früh. Achte auf den richtigen Bremspunkt. Zwei Runden zu fahren. Das war die schnellste Rennrunde. Okay, weiter so. Das ist alles sehr sauber bisher. Du bist jetzt der Gejagte und führst die Gesamtwertung an. Der Kurs ist sehr wellig. Die Balance des Autos verschiebt sich also ständig etwas. Sei vorsichtig. Bist du in den Top 3 und liegst dicht hinter Platz 2.
Okay, Samuel, damit liegst du in Führung. Champion in der ersten Welt. Well, a number of events have already taken place under the banner of World Series Racing, brainchild of entrepreneur Patrick Callahan, and the exciting brand new series has quickly captured the imagination of core U.S. motorsports fans. Question remains, can the WSR become a legitimate player in the busy marketplace of pro sports? Joining me on our final segment today, resident analyst Toby Moody. Toby, first impressions, can this organization make a long-term mark? Well, first things first, so far WSR has been a massive hit, not just in the US, but with fans who are in touch with motorsport all over the world, sponsors, the entire motorsport fraternity. The question is, can we now find a global star, a real big hitter of a driver? You're saying that they need a superstar. Absolutely, absolutely. That's really the brainchild of Callahan, isn't it? Because, you know, we're competing with so many other sports here, but if we can find a personality and a super Uber driver who has such skill to be the best in the world, then that's just going to be a massive, massive hit. It's the big question moving forward. Toby, thanks, and we're going to be keeping a keen eye on this organization's progress. Much more on SportsCenter coming up. Saison absolviert. Jetzt wollen wir noch eine Schippe drauflegen. Deswegen habe ich dich an einen neuen Arbeitsplatz versetzt. Alles funktioniert wie in deiner alten Garage. Du solltest dich also schnell eingewöhnen. Ich möchte jetzt in Europa Fuß fassen. Wir müssen uns ranhalten, wenn wir die Leute dort beeindrucken wollen. Aber wenn es uns gelingt, können wir die WSR mit noch mehr Autos und neuen Rennmodi noch attraktiver machen. Gut, du musst das Auto wählen, mit dem du an den Start gehen willst. Eine gute Entscheidung. Das Auto ist sofort für dich bereit. Wirf einen Blick auf deine Sponsorenangebote. Ein weiterer Sponsor bittet um eine Werbefläche auf deinem Auto. Sind Spezialisten im Zeitfahren. Ich finde, dass wir diesen Eventtyp unbedingt in der WSR brauchen. Wenn wir uns bei Ihnen einen Namen machen, könnten wir diesen Plan umsetzen.